Salve a tutti! Es ist der 27. August, Dienstag. Wir haben 16.20 Uhr, wenn ich mit diesem Film hier anfange. Und in diesem Film geht es um die Nasdaq. Habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Aber bevor ich dazu komme, folgendes. Ich mache morgen, wollte ich mal darauf aufmerksam machen, mit meinem Kollegen Simon Betschinger dieses Wunschkonzert Fundi meets Techie. Das findet um 19 Uhr statt. Wir mussten es einmal verlegen, urlaubsbedingt. Das heißt, morgen am 28. 19 Uhr findet es statt. Und das hier werden voraussichtlich die Aktien sein, um die wir uns kümmern, auch in dieser Reihenfolge. Wenn Sie bisher den Zugangscode für dieses GoTo-Webinar noch nicht bekommen haben, Simon und ich, wir verteilen die über die Social Medias, wie zum Beispiel Facebook und so Zeugs, dann können Sie mir auch ein ganz kurzes E-Mail schreiben, bitte Zugangscode oder irgend sowas, an info@schlegel-trading.com. Dann schicke ich Ihnen den zu. Ich werde morgen hier um so 2-3 Uhr runterfahren nach Reutlingen. Und weil ich sitze nämlich dann neben Simon und wir machen das dann abends dann gemeinsam. 19 Uhr, das nur zur Info. Und jetzt geht's los mit dem Nasdaq. Wie gesagt, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Das ist der Monatsblick. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ist 2013 hier, 6 Jahre her, 2500 rund. Und dann waren wir auf 8027. Ich finde, auf Monatssicht kann ich hier dem überhaupt nichts, ich habe da kein Signal, gar nichts. Wir sind in der Nähe des Hochs, ja, hier, da wo die horizontale Linie ist, oberhalb von 10 und 20 Monatslinien. MACD völlig neutral, Stochastik gilt als überkauft, ohne irgendein echtes, neues, gutes Signal, weder in die eine noch in die andere Richtung. Gucken wir mal auf die Woche. Auch hier von der Woche, wir hängen an der 20-Wochen-Linie. Das werden wir auch gleich mit der 20-Tage-Linie auch nochmal sehen. Weit weg von dem 200er gleitenden Durchschnitt. Leicht negativ im MACD, noch immer negativ über den Oszillator. Aber in der Mitte der Bänder völlig neutral, da können sie keinen Blumentopf mit gewinnen im Moment. Zumindest sind die Signale nicht so, als ob man da wirklich aktiv reingehen müsste. Weder long noch short. Mal gucken, was der Tag bringt. Und hier sind wir jetzt beim Tag. Das war also dieser angesprochene Doppelboden hier. Einmal, zweimal sind wir auch schon weit von weg. Tja, was soll ich jetzt sagen? Wir haben das Tief hier gefunden bei 7.356, sind davon auch wieder hochgegangen, bis zur 20-Tage-Linie. Aber nicht nur 20-Tage-Linie, sondern ziemlich genau bis zum 61,8er Retracement. Also eine perfekte Korrektur. Einmal runter und dann hoch bis zum 61,8er. Das haben wir zweimal gemacht. Jetzt haben wir so eine Art Mini-Doppeltop da oben. Wir handeln um die 20-Tage-Linie rum. Während ich den Film mache, handelt der Freund ja bei 7623. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass ich es besser sehe. Ziemlich genau an der 20-Tage-Linie. Was soll ich damit anfangen? Also rein von den Bändern her, rein von den gleitenden Durchschnitten habe ich hier kein Signal. Auffallend ist, dass die Bänder weiter zusammengehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir erstmal in den nächsten Tagen, so denn keine wilde News kommt, mehr oder weniger um die 20-Tage-Linie herum oszillieren. Das MACD gibt gar nichts her und der Oszillator ist weiterhin leicht negativ. Also ich kann hier kein Signal finden. Es gibt so Tage und Wochen, da ist es nun mal so. Ich will Ihnen mal trotzdem Möglichkeiten geben, wie Sie damit vielleicht spielen können. Und zwar, als erstes habe ich einen Call, der liegt hier unten drunter, unter diesem letzten Verlaufstief bei 7358. Das ist der hier, ein 7285er. Der Freund hat immer noch einen 22er Hebels, also keine kleine Option. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GA7NYR. Der kommt bei mir erst dann ins Spiel, wenn wir das 61,8er, also die 7770, wirklich mit Schlusskurs rausnehmen. Idealerweise gleichzeitig mit dem oberen Band. Vorher packe ich mir den auf die Watchlist. Einen Put suche ich oberhalb von dieser 7770 und da möchte ich nicht zu nah dran sein. Deswegen habe ich eingenommen, der 100 Punkte weit weg liegt bei 7874. Ebenfalls ein Open-End-Schein von Goldman und hier ist die Kennnummer GB005X.
Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie Sie das vielleicht noch ein bisschen einengen können. Das ist wie gesagt der Tag, eine Kerze, ein Tag. Schauen Sie doch einfach mal, wenn Sie kurzfristig orientiert sind, auch sowas wie 4 Stunden. Ich nehme mal die Fibos raus. Sie kennen das, was ich immer wieder sage, wenn die Stochastik über, also von unter 20 über 20 geht, das ist nicht dieser Punkt hier, das ist hier, dann entstehen bei mir kurzfristige Kaufsignale. Das hat hier geklappt, das hat hier geklappt, das hat hier geklappt. Das sind gute Geschichten. Und genauso auch, wenn es von über 80, unter 80 geht. Hier war auch ein sehr schönes Verkaufssignal. Wie gesagt, das ist jetzt ein 4-Stunden-Chart, eine Kerze 4 Stunden. Und die ganze Geschichte können Sie noch feintunen, wenn Sie dann nochmal über die Stunde schauen. Genau das gleiche Prinzip, ich bleibe jetzt nochmal hier hinten. Geht er über die 20, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er steigt, recht groß. So können Sie es ein bisschen feintunen, weil im Moment auf den großen Zeiteinheiten habe ich keine griffigen Signale für den Nasdaq. Weder nach oben noch nach unten. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und vielleicht sehen wir uns morgen Abend bei dem Webinar. Bye, bye.